Ja. Das Microlegger finde ich besser als das GPS. Ja. Ich kämpfe ja dafür, dass das unser Standard-Navi-Pad hier wird. Da ist ein Maskenmann. Der trägt auch eine Maske. Sollen wir Munition fassen? Nö, wir sind ein Panzer. Nö, ja, gut, okay. Wir sind auf der 100, ne? Hat er, glaube ich, gesagt. So, 100 aufs linke Ohr. Monty meldet sich an. Weil ich werde gleich intern das Funkgerät auch anhaben und die 50 zumindest mit abhören. Wir sollen warten. Was gibt's denn noch Schönes? Ah, schön, da ist schon was explodiert. Oh, kann der mal starten? Bitte gleich ausschließlich über Funk, ich höre nichts von euch, was ihr da sagt. Und ich hab den Motor noch nicht mal an. Nein, ich nehme natürlich nicht den Helm ab. Den Helm abzunehmen ist natürlich töricht. Ja, ich habe einfach mein Teamspeak lauter. Das wäre unrealistisch. Aber diese Lautstärke-Dämmung durch den Helm ist auch unrealistisch. Das ist nicht ganz unrealistisch. So krass ist die aber, glaube ich, nicht. Hohoho, dann setzt man so einen Helm auf. Zum Beispiel von der Feuerwehr. Nee, lass mal. Warum seid ihr schon? Was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht, worauf ich gemeint habe. Der Chef. Aber ist schon gut. Ich lausche auf der 50 mit. Danke. Ich mach das Gleiche. Danke.
Zack ins Quadrat. Ihr seid ja auch immer im Bild, wenn irgendwas abgeht. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich. Ich check mal, ob wir Ersatzketten haben im Fahrzeug. Ich glaube, danach hat er auch gefragt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, positiv. Eine Ersatzkette. Ich bin noch unschlüssig, ob ich mit Joypad fahre oder mit Tastatur. Ich werde gleich mal, also nicht wundern, wenn sich mein Fahrstil zwischendurch mal ändert, weil ich dann wahrscheinlich mal zwischendurch rumprobiere, was mir besser passt. Ich benutze übrigens heute den Profiling Branch. Ja, achso, habt ihr nicht gehört, dass ich gesagt habe, dass Ketten drin sind? Nein, nö. Hab jetzt einfach mal ins Blaue geraten. Ich glaube, ich höre euch nicht mehr. Ich glaube, wir hören uns nicht mehr. Bist du im Fahrzeug? Bist du im richtigen Fahrzeug? Ich sit. Sekunde. Alter, ich hab im falschen Panzer gesessen. Oh. Ja. Hä? Wo hat der mich denn. Ich steige vorne ein und steige irgendwie hinten. Ah, okay. Jetzt höre ich auch den Funk. So, nicht wundern, wenn sich mein Fahrstil zwischendurch mal ändert. Ich wechsle zwischen Pad und Tastatur, ich guck, was besser geht. Soll ich das Turbinchen schon mal ein bisschen anlaufen lassen? User joined your channel. Ja, nicht umweltfreundlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist nicht umweltfreundlich. Das Turbinchen jetzt schon anzulassen. Ach was. Wir können ja ein bisschen Sprit verhalten. Hier, Charlie, Charlie, Einsatz bitte. Hier, Bravo, Bravo, Alpha bereit. Hier, Alpha, Alpha bereit. Wir sind
verstanden, Alpha. Höre ich eigentlich in Ihrer Stimme heute Abend einen ironischen Unterton raus? Höre ich das nicht? Ach nein, mein Herr, niemals. Bitte halten Sie Ihren Service zurück. Ja. Excuse me, Thomas. Excuse me. Aufmeldungsbericht. T1 auf Kader markiert. Ich mache jetzt den Motor an. So. Soweit verstanden. Kurze Frage. Unser Flugzeug ist das Eagle 2. Negativ, ich rufe aber Athen ist Hawk. Okay. Hawk für Actual Position. Weil mein Joystick gerade rumspinnt. Ah, so, Joystick ausgestürzelt. Ja? Wir rucken gerade pixelweise vorwärts. Ja, keine Ahnung, das liegt nicht an mir. Ich mach den Motor nochmal aus. Jetzt hat's, glaube ich, aufgehört. Keine Ahnung, was das jetzt war. Also, ich habe den Joypad gar nicht mehr angeschlossen. Okay. Merkwürdig. Ich mach den Motor wieder an. Oh, ich hätte das Turmdrehen ja noch lauter gemacht. Ja, das Turmdrehen kommt, aber ich weiß gerade gar nicht. Achso, nee, doch, kommt von RHF. Aber die ganzen amerikanischen Panzer oder Fahrzeuge sind bei RHF irgendwie im Moment nicht so geil wie die ganzen russischen. Fragte Missionsbauer. Alpha für Actual, sind Sie abfahrtbereit? Actual, die Alpha, wir sind abfahrtbereit, kommen. Okay, dann bitte Alpha starten. Danach geht Alpha. Die Alpha, wir legen los, kommen. Funk bitte. Meinst du hier diese Kreuzung da? Soll ich schon eindrehen? Ach, Hinweis, der Panzer, wenn man bremst, das dauert ziemlich lange, ne? Lustigerweise funktioniert die bei dem Panzer nicht. Da ist eine A10 vor uns. Fahrzeug rechts schwenken.
in der Vorbesprechung nicht irgendjemand gesagt, wir brauchen keinen Sprit? Wir haben aufgehört, uns jetzt zu bewegen, so kurz, ne? Mein Joypad war nicht mehr angeschlossen, aber es hat immer noch Befehle, also das Spiel hat immer noch Befehle interpretiert. Ja, genau, und da habe ich jetzt deaktiviert. Soll ich den Motor mal ausmachen? Wir warten jetzt eher auf Aufklärung, ne? Dann gehe ich mir eben noch schnell einen Kaffee holen. Timed out. Ich lehne mich jetzt zurück, nehme den Joystick auf.
joined your channel. Hoch auf Kaffee-Vollautomaten. So, ich habe euch beide jetzt im Teamspeak lauter gedreht. Ich krieg nichts mit. Ja, ich hab generell Teamspeak einfach lauter gestellt, weil mir die Stimmen immer viel zu leise sind. Kann niemanden verstehen mit so einem Helm oder so. Für jede Mission mache ich das auch. Oh, es wird so Zeit, dass wir das nächste Update kriegen. Es wird noch Zeit. Vor allem Intercom ist einfach überfällig. Ja. Ich muss mich eigentlich noch weiter zurücklehnen. Aber geil sind, finde ich schon, diese die beiden PBO, die eine PBO, dass der Feind dich jetzt auch hört, ne? Ja, hat er bei Akre beziehungsweise schon vorher. Also theoretisch haben sie Tefa konnte das vorher auch, man musste nur einen Skriptteiler einbauen in seine Mission. Skript, das andere hatte das nativ dabei. Ja, gut. Weil das arbeitet halt mit Event-Händlern. Weißt du denn, welche PBOs wir da beim Bundeswehrdings da löschen müssen? Bei der BW-Kleiderkammer? Ja. Da sind das nur German Radios oder so. Ah, okay, ja gut. Aber die haben wir die bei uns im Einsatz, oder? Ja, ja. Also müssen... Nicht die Funkgeräte nicht, nee. Nee, also hätten wir auch kein Problem damit, wenn wir es rausschmeißen. Das ist völlig wurscht, ja. Also die, wenn sie benutzen, ist das egal. Wenn sie rauswerfen. Wir laufen übrigens immer noch auf einer veralteten RHS-Version. Eigentlich wollte das ja Eckart am Sonntag patchen. Letzten. Was haben wir denn gerade? Die vorherige. Wir haben... Ne? Genau, wir haben gepatcht. Einen Tag später kam eine neue Version. Ist das denn nur so ein Hotfix? Ist das so ein kleineres Ding oder ist das so ein Major-Ding? Nee, war ein Hotfix, glaube ich. Gut, dann ist das jetzt hier gerade nicht so schlimm. Sagst du. War schon eine relativ lange Dingensliste hier, wie heißt das? Changelog. Ach mal, ich bin immer ein Freund neuerer Version, aber. Ja, bei uns dauert das einfach viel zu lange. Also, wir haben ja ständig das Ding, dass du dann Mods. Weißt du, es gibt 6 Wochen eine neue Version und bei uns kommst die einfach nicht. Auf jeden Fall. Schießt die gerade schon irgendwie was? Ich höre nichts. Mann, mein Tisch ist im Weg. Was? mein Tisch ist im Weg, weil ich Dingens habe. Mein Joystick auf meinem Schoß rumt die Steuer. Ach du Scheiße. Und ich hab mich schon zurückgelehnt. Geil. Ja, wie man halt so ein. Also der Fahrer im Abrams, der liegt ja auch drin, ne? Also der hat ja eine Liegeposition. Ja, ich bin zwar Schütze, aber. Ja gut, der sitzt. Genau. Ich hoffe ja mal, dass wir nicht heute immer wieder die Speerspitze sind. Das, die letzten Male hat das nicht so gut geendet. Ich hoffe, du trinkst einfach nur Sperr heute. Nee, ich. Arschgesicht. Wenn ich besoffen bin, kann ich am besten fahren. So. Ja, ja, klar. Ich habe noch keinen Befehl gekriegt von dir. Ja, alles gut. Ah, okay. Wenn wir dann wieder fahren. Hat er irgendwas gesagt? Ich hatte jetzt nein, Punkt, nein, 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 nein. Also irgendwas mit die Panzer können gleich vorrücken, aber es gab noch keinen Befehl. Gut. Ich muss funken, ja. Wenn wir fahren. Ja, ja. Also wäre gut. Also. Ja, warte, dann muss ich mir noch einen Knopf aufmachen. Weil es halt alles suboptimal ist ohne Intercom. Ja. warte mal. Steuerung. Tefa. Ordum von Terra hat uns wieder eingeladen. Und die wollen den bis auch gerne bei uns mitspielen. Nee, das will ich nicht. Oh, dann sag ich den. Nee, Cookie mag das nicht. Ja, das finde ich gut. Alpha für Intercom.
4 Alpha, kommen. Alpha, unten die Mitte zu, Stopp 2 vor, erstmal vor dem Kiefern Hügel. 4 Alpha, Rücken zu Stopp 2 vor, kommen. Motor läuft. Also ne, läuft noch nicht, wirft an. Man sagt keine Bitte. Und Straße folgen. Jawohl, Turbine läuft an. Man kann Käfer nicht mit seinem Joystick belegen, das ist ja kacke. Nice. Brüll einfach ein bisschen, damit ich mich höre. Ist auch okay. Eine Richtgeschwindigkeit? Erstmal die Richtgeschwindigkeit, also das, was momentan sicher geht, was ich sage. Also 50 km/h, ja. Meinetwegen, ja. Ich habe nämlich zufälligerweise den Tempomat angestellt. Wir reisen jetzt mit Ziel. So, ich schalte runter auf 30, das ist mir dann doch zu risikohaft. Kette im Arsch! Entschuldige Alpha, Alpha die Kette, wir sind wahrscheinlich Sprengfalle, kommen. Ja, Alpha, wir sind die Kette wieder zu fliegen, wenn wir wissen. Es sind beide Ketten im Arsch. Eine kann ich tauschen. Ich steig aus und tausche mal die erste Kette. Ja, ich passe auf. Oder wir passen auf. Wenn er etwas hat, Bescheid. Wir können hier nicht entladen. Wir können das Fahrzeug hier auf der Brücke nicht entladen. Ist wahrscheinlich kein Platz für den Spawn, für das Ding. Scheiße. So, bin wieder drin. Actual, hier Alpha, kommen. Actual, what? Actual, wir können aufgrund technischer Probleme hier keine Ersatzketten entladen, kommen. So verstanden, wie es das bekommen hat, wird auf jeden Fall, glaube Nachschub gebracht. Gib doch mal Befehl, dass die Bravo schon mal nachziehen. Also das ist scheiße, wenn wir hier völlig... Ich glaube, Bravo deckt schon vom Hügel aus. Achso. Ja, die standen gerade hinten. Ne, die stehen am Kopf der Brücke. Also, genau. So viel zum Thema, es gibt keine IEDs mehr. Ja, ich meine, ist ja okay. Ich meine, stört mich jetzt nicht, aber... Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich, wenn ich gleich fahre, da ein bisschen mehr drauf achte. Ja, aber angeblich sollten ja keine mehr hier sein, also. Ja. Hat die Aufklärung geschlafen halt, ne? Ja, die war wohl noch da. Aber die war auch schön platziert, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ich habe da auch echt nicht mit gerechnet. Wobei ich habe auch Schwierigkeiten mit der Optik. Naja, ich habe hier drin ja nur, wie heißt das? Diese Monitore. Also ich habe ja kein richtiges Fenster in dem Sinne, sondern ich habe dieses leicht verzögerte Picture-in-Picture. Monty, hüpf mal raus und check mal, ob noch weitere Sprengfallen hier sind. Ja, ich geh mal raus. Wie weit soll ich vorgehen? Bis zum Ende der Brücke, oder? Nee, hinter uns, damit sie uns abschleppen können. Achso, ja, okay. Bis zum anderen Panzer ist frei, so wie es aussieht. Okay. Dann sollen die mal ranfahren, dann mache ich die Kette dran. Also dann mache ich die das Tau dran.
Die haben gerade Palmen umgefahren. So, Kabel habe ich in der Hand, jetzt warte ich nur noch auf den Panzer. Zurück zum Fahrzeug, sei wieder los, die sollen dich bergen. Okay, steig wieder ein. Nee, aus. Wir sollen aussteigen. Ach so, ah, okay. Ja. Check. Actual hier Alpha, wir sind ausgebotet, komm. Vielleicht kriegen wir jetzt göttliche Reparatur. Och nö. Ich find's auch nicht so richtig cool. Ne, das ist ja jetzt ein bisschen doof. Abschleppen wäre cooler gewesen. Ja, das wäre das. Abschleppen wäre geil gewesen. Oh, es gucken gerade 10 Leute in meinem Stream zu. Hallo 10 Leute auf Monty Stream. Pio streamt heute TTT. Was ist mit ihm denn los? Ja, der spielt nicht mehr bei uns, der spielt nur noch beim TTT. Warum? Weil es da cooler ist wahrscheinlich. Das sagst du den Leuten in deinem Stream, so machst du aber keine Werbung. Nee, so war das jetzt nicht gemeint. Also ich find's natürlich bei uns am geilsten, ne? Hör doch auf zu lügen. Ich kann auch nichts reparieren oder irgendwie sowas hier. Toll, jetzt haben wir 2 Ersatzkitten drin. Super. Das bringt auch was. Also unsere Ersatzketten haben sich um 100% verdoppelt. Zeus hat es auch angeblich gerade repariert. Ich geh mal gucken. Nein, ich war schon. Ah! Ja. Ach, der steht da vorne jetzt. Der ist schon wieder weg. Zwei. Nein, der ist wieder weg. Der ist weg. Er steht. Okay, komm, wir rücken vor. Er ist weg. Nee, da ist er. Adamizer. Was ist das für ein Name? Sag doch mal über Funk, dass das so ein Zeus-Kram, das sollen die lassen. Wir sind einsatzbereit, kommen. Zeus hier Alpha? Ja, der Zeus ist drauf. Ah, dann sag ihm gleich mal direkt, dass er sowas lassen soll. Ich kann da gerade nichts. Ich bin nicht Platoon Commander. Ah. Ach so, na toll. Na gut, ist was für die Nachbesprechung. Soll ich den Motor wieder anwerfen? Jo. Motor an, der Straßenwärter folgen. Schütze, der Bereich ist weiterhin 11 bis 2 Uhr. Ich korrigiere 10 bis 2 Uhr. Jo. Turbine läuft an. Actual hier Alpha, wir rücken weiter vor. Ende. Thank you.
Funkturm ist auf welche Richtung? 2-1-2. Jawohl. Runter zur Straße, oder? Ja, auf der Straße lang. Jetzt hier rechts? Ja. Also wir werden jetzt wahrscheinlich gleich schon Feindkontakt haben. Wir bereiten uns vorne auch noch entsprechend vor. Okay, wir halten hier jetzt vorerst. Ich würde jetzt gerne Schuss abschließen. Actual, wir sind bei Stopp 2 angekommen, also ist vorerst hinter der Hügelkante kommen. Okay, Monty, langsam vor, dass wir voll gedeckt in Stellung gehen können. Ausgerichtet gleich Richtung? Richtung 2-1-0. Scheiß Physik, Kacke. Ich glaube, das ist eher, weil der Panzer zu schwer ist. Nee. Oh, die Panzer, wir sind nicht mein Panzer. Was passiert hier gerade? Wir rollen den Berg runter. Ja, Sekunde, ich muss ein bisschen schräg anfahren. Lutz ist wieder ein bisschen böse, weil sein Funk nicht geht. Ich hab's gehört. Bist du eigentlich noch auf der Funkzeit, Martin? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, wir haben ja das Fahrzeug gewechselt. Jetzt bin ich wieder auf 50. Ich hab mich schon gewundert, warum es die ganze Zeit so ruhig ist. Wir haben ja
Soll ich schon ein bisschen vorsetzen? Klingt gut. Nur kleine Stücke. Bravo für den schönen Kopf. Siehst du mich? Ich sehe dich, aber warte, Turbine läuft eben an. So in die Richtung. Ziel ausgerichtet. Dass du ungefähr auf der Höhe stehst. Ja, alles klar. Ich komme hier über den Straßenhügel nicht rüber. Doch. So gut? Passt so. Siehst du irgendwas? Oh, schön. Alpha ist bereit für den Angriff, komm. Hat er gerade gesagt, schön, Alpha? Ja. Das findet er dann auch schön. Das findet er Finn auch schön. Get to the chopper. Ab, ich muss abgeben. Nein. Komm, dann, ich nehme mal beide Hände. Einer an die Maus, einer an die Ja? Siehst du das Gebäude vor uns? Das schräg links da? Ja, genau. Ja. Da bringst du uns dann gleich, oder warte, ich lenke dich dann direkt more detail. Gleich heißt... Warte, steig mal aus, dann kommen wir uns jetzt vorher. Ja, okay. Okay. Hast du das kleine Hügelchen? Das links, rechts neben dem Turm, ne? Genau. Ja. Ich möchte, dass der Panzer da schräg steht, sodass die linke Seite... Richtung Süd, Richtung 180, 190 ragt. Links Richtung Süd, also praktisch, dass ich den Panzer so stelle. Schräg links steht. Ja, genau. Okay. Genau so, wie du machst. Ja, ja, okay. Dann halt so stehen. Ja, kriegen wir hin. Dann dahin hinwirken können. Das kriegen wir hin. Super, danke. Muss dann halt gleich Plot geben dann. Achso, gleich erst, wenn du sagst, jetzt geht's los, oder wie? Genau. Achso, ja. Dann löst du das komplett aus. Ja, alles klar. Cookie, bist du bereit? Jo. Sehr schön. Ja, Alpha einsatzbereit. Bravo, Fahrer in Position gehen. Schütze Richtung 180. Schütze selbstständig Ziel im Kampf. Jo. Richtung 180. Kommt nicht hin. Noch ein Stück vorwärts. Halt. Soll ich den Strauch direkt vor uns mal umfahren? Nee, der Schütze müsste ja schon ein blankes Feld haben. Ja, hab ich. Explosion links von uns! Zurück. Halt. Langsam vorwärts. Halt. Yes, you know.
Bereich bis 200. Hast du auch genullt? Null ich das. Mit Tab? Oder mit T? Zu kurz. Treffer. Das ist wohl T. Man muss die Waffe halt auf die Entfernung einstellen. Das Werbebild ist zum Glück fast was geworden. Ja. Ja, aber nur fast. Ich würde gerne eine ganz normale Sicht haben. Auf jeden Fall. Warte, ich kann den Panzer sehen. Richtung 193. Darf ich sehen auch? Ich bin dieser Ami-Schrott. Ich weiß auch immer noch nicht, welche Taste jetzt das Nullen ist. T! T! Wir werden beschossen? Zurück, ja. Ich brauche einen Einweiser, ich sehe nichts. Ah, was ist das denn? Ja, jetzt stehen bleiben ist natürlich super geil. Ja, tu mal, da ist ein Fenster aufgegangen, Eject stand da. Und jetzt geht's an die Beule halt. Langsam zurück. Zurück, 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 zurück.
Moment. Könnte aber auch Tab sein. Das ist sehr schön, man sieht ja nur die Rauchwolken. Actually, yeah, Alpha, oder? Hier Alpha, Alpha meldet, keine weiteren Fahrzeuge in Sicht kommen. Warum macht denn der immer den Kanal zu? Er ist der Schießer.
Soll ich den Motor ausmachen? Ne, lass mal an. Wenn die noch so exponiert stehen. Ja, okay. Südöstlich. Hat er gesagt. Wir nicht. Wir sind nicht weiter östlich, wir sind westlich. Achso, ah, okay. Neben dem Haus oder bei dem Hügel? Ja, neben dem Haus. Ja, okay. Hat er gerade gesagt, Charlie wird bekämpft? Ja, das habe ich auch gehört. Thank you.
Chaser joined your channel. Guter Rauch. Richtung 172. User left your channel. Und da kommt langsam zurück. Wir müssen mal schauen, wo unser Flugzeug runtergegangen ist. User joined your channel. User left your channel. Halt. Ich springe ab und gleich wieder dran. Joined your channel. User joined your channel. Okay, ich bin wieder an Bord. Jo. Langsam vorwärts. Echt, wir haben C-Tap? Wir haben alles C-Tap an Bord des Fahrzeugs. Echt? Warum siehst du dann auf der normalen Karte? Halber Kilometer. Halber Kilometer? Halber Kilometer. Naja, dann müssen wir nichts machen. Oder können wir sogar nichts machen. Das fängt so ab mit der Wärme. Ich muss auch sagen, ich bin nicht von dem Airbus begeistert. Ich hätte lieber mein M60. Hat nicht so einen technischen Schnickschnack. Ja, na, ich habe ja gar nichts gegen den technischen Schnickschnack. Ich habe ja auch gekocht, dass du ein Wärmebild 5000 Mal weiter rein kannst. Ja, das wäre ja noch okay, aber ich bin ja in so vielen Zugstufen drauf angewiesen. Viel zu viel Zeus einsetzt. Ja, ein bisschen zu präsent. Hagen meint es garantiert auch nur gut, aber. Immer schön, bitte, danke. Da fährt was. Ja, das ist BTR. Richtung 1.0. Ja. Wenn du den sehen kannst, beim nächsten Mal ein Zwiebeln weg. Ja, Alpha, wir haben ein BTR, das ist das gesichert. Wir haben drauf. Ja, so Richtung 1.1.8.0, zwischen 1.5.0 und 1.8.0 war das. Ja, da war er gerade. Er ist weitergekommen. Ich will ihn nicht mehr sehen. Langsam vorwärts, solange wir noch können.
Ah, scheiße. Ja, ja, ja. Sekunde, alles gut. Halt. Jetzt kann ich das Vorfeld unseres anderen Fahrzeugs noch mitsehen. Ja, Alpha, gewählte WTR können nicht gekämpft werden. Kommen. Langsam zurück. Zweimal. Ist gut. Oder ist es abgefallen? Nee, nee, es hat den Hügel links von uns getroffen. Du meinst da bei dem Hügel? Du meinst da neben dem Hügel wieder, oder? Ja, neben dem Hügel. Ausrichten, wann eine Richtung? Wann eine Richtung, zu. Ausgerichtet. Ich, bin kurz außen Bord. Von hier sehe ich noch weniger. Naja, ich denke mal, Finn wird jetzt mal eben kurz gucken, ob er mit Fernglas was sieht. In Richtung 193, kannst du da mal gucken, ich sehe da was. 193. Hast du da Hilfeziele? Nee, die ist ziemlich versteckt in der Buschen. Ich weiß nicht, ob der noch hat, der soll nicht, gar nicht mich erkennen. Sieht aber ausgeschaltet aus. User joined your channel. Ach so, Finn. Bin wieder an Bord. So gegen 22.45 Uhr muss ich so 20 Minuten weg, weil ich dann arbeiten muss. Jo, hab ich mit. Monty, Rückwärtsmarsch. Jawohl. Halt. War in Richtung 180. Zwischen der Funkantenne und dem anderen Taktik vorbei. Und jetzt halt in Richtung 188 und langsam hoch. Und halt. Ja, einfach grün, grün, komm. Kannst du den Baum links von uns noch wegwalzen?
Mörser könnte es gewesen sein. Ja, es könnte auch Mörser gewesen sein, ja. Also ein Panzergeschoss war es, glaube ich, nicht. Dafür war es zu leise in der Explosion. Das klang für mich entweder wie das Geschoss von den Luftlandepanzern von dem VDV, die auf der Brücke zum Beispiel stehen. Ja. Oder halt von den anderen. Ey, es könnte Mörser wohl gewesen sein, weil die beiden Einschläge waren ziemlich nah hintereinander und auch sehr schnell gefeuert. Das könnte auch zwei Mörser gewesen sein. Das sind die, glaube ich, von dem Apache. Kannst du die sehen da vorne, oder? Hä? Unangefunkt. Alpha, hier Alpha. Scheiße. Hier Alpha, wir haben die Stadt komplett in Sicht. Wir könnten weiter vor uns kommen. Ja, einfach so verstanden, wir halten vor uns die Position. Weil wir von hier eigentlich sogar auch ganz gut die Brücke sichern können. Mit mehr als Schuss, ja. Ja. Liegt alles nur am Joystick. Nee, ich hab den schon weggelegt. Ach so. Dafür habe ich Picture in Picture, ja. Ja, aber Picture in Picture ist trotzdem verzögert und unscharf. Ja, das stimmt. Picture in Picture. Und ich habe das auf höchste Qualität stehen. Oh ja, echt, ey. Haben wir genug dafür gestimmt. Na, super. Wir sind eingestellt. Du bleibst beim Sicherheitsbereich 1 bis 11. Jo. 11 bis 1. Nee, 1 bis 11. 1 bis 11, du sagst 1. Aber rum. Ja, ja, mach das mal. Ne, das ist nett. So. Du bist mal hier. Nein, ich hab mich schon verstanden. Ja. Pass auf.
Channel. Was? Charlie hat, glaube ich, zerlegt. Oh. Ja, Charlie hat zerlegt. Ja, dann kommt ja gleich bestimmt wieder der Zeus. Da schwebt gerade schon wieder. Aber wird auch ein Stein sein, der mir die ganze Zeit Gerhard hatte überhaupt keinen Bock, den Panzer zu bedienen. Der war total genervt. Der war auch noch nie Panzerkommandant. Oh ja, die hätte jetzt Action gemacht. Kann ich eben pinkeln gehen? Ich muss pissen, ey. Dann geh du erst, Cookie, und dann... Ja, Alter, und wir stehen fast die meiste Zeit, ne? Los, Cookie, geh pinkeln. Soll ich so lange auf den Schützen gehen, oder? Was? Verarzten die da gerade einen Feind? Scheiße. Alter, hat der einen Zoom hier geschützt, ey, krass. Eigentlich müsstest du als Kommandant doch mehr Zoom haben. Ich meine, du hast doch eigentlich, bist du dafür da, dass du... Ja, eigentlich. Anscheinend hat man bei den Abrams gedacht, ach, weißt du was? Muss nicht. Braucht man nicht. Wird überbewertet. Ich glaube, Cookie ist wieder da. Ich gehe auf Ladeschütze. So, wir gleich wieder da. Ist davor, der ist völlig mobilisiert. Wo ist der? Ist gar nicht mehr da.
wieder. Wie ist die Lage? Wer kennt was nicht? Wer kennt was nicht? Auf dem Max gab es immer so eine Serie, da waren ja auch immer zwei Teams und irgendwas im Kopfplatz immer Sachen da unten. Echt? Alter. Die musst du auch nullen, weißt du, ne? Charlie heißt nicht mehr Charlie, sondern Kali laut Karte. Weißt du was, macht doch mal richtig Spaß, oder? Nach mal MZ. Ich hab keine MZ. Empath. Multipurpose Anti-Tank. Aber warum ist das MZ? Mehrzweck auf Deutsch. Im Leo heißt das MZ. Ich glaube, der ist verblutet oder so. Oh Mann. Er hatte so viel Drogen drin, der wusste einfach nicht, oh, ich bin tot, oh, ich muss umfallen. Weißt du, welche Hügel und was für Fahrzeuge ruhen? Ja, auf dem Hügel, weißt du doch. Er hat sich gedacht, oh, da ist Cookie, nee, da höre ich lieber auf zu schießen. Das ist die größte Panzerangriff des Jahrtausends. Hey, es gibt auf jeden Fall schon einen Nachschubpunkt. Echt wo? In der Stadt hinter uns. Ach, da wo Kali steht. Genau, Kali. Oh Gott, Kali. Ich musste direkt an iKali denken. iKali? iKali, ja, so eine Sendung auf Disney Channel. Ach, oh, redet doch mal durcheinander. Oh, was freue ich mich, wenn wir dann bei Tefa endlich, wie heißt denn das jetzt noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Mono hier, wie heißt das? Nicht Mono Channel, sondern, nicht Dual Band, sondern wie heißt das andere Band noch? Ja, dass du nur in eine Richtung funken kannst. Nicht vor Halbduplex. Das werde ich definitiv in meinen Missionen einbauen. Da kannst du aber drauf an. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es schon hin, dass das Sonntag schon gemacht wird. Das wäre echt cool. Ich hab auch überlegt, wieder eine Mission zu bauen, aber dann... Nee. Ein bisschen überlegt mit PMC. Hat er gedacht,
Sind die PMCs eigentlich verwendbar? Weil du hattest ja gesagt... Ja, sie funktionieren. Aber sie könnten schöner sein. Sie könnten wirklich schöner sein. Weil sie gehen Kugel. Weil ich wollte jetzt dem... Jetzt demnächst wollte ich eine PMC-Mission mal anbieten. Da doch, ich wollte so eine auf Tagestan so eine Diplomaten-Rumfahr-Mission machen. Das waren ja früher dann auch nur hier so Blackwater und so. Sowas, was André damals gemacht hatte mit dem Verteidigungsminister, sowas wollte ich mal machen. Ey, das riecht doch wieder nach Zeus gekackt und haben über 50 Panzer auf dem Was ist denn los? Ich fand ja schon die Einsatzbesprechung alle ein bisschen sehr chaotisch. Ja, dann könnte ich noch War of Rights spielen, weil heute Abend ist eigentlich Line Battle Training. Kann ich dir sagen? Ach, Finn? Finn? So, also, der wohnt. Ich hab sie hier wieder liegen. Natürlich sage ich die nicht. Nee, was mir eingefallen ist, du musst Camillo noch ansprechen und fragen, ob er einen Schulterpatch haben will. Du verschickst die ja. Ja. Wieso hast du keinen? Die trägst du selber? Ne, die trägst du selber. Alter, das ist ein Brief! Das sind 80 Cent. Nein, ich hab auch kein Schulterpatch. Ja, dann musst du Finn deine Adresse schicken, dann kriegst du eins. Ich hol mir den Abfall. Oh, der Special Gamer Marco war gerade bei uns auf dem TS. Finn, ich kann dir die 80 Cent auch gerne von unseren Spenden aufs PayPal bei dir überweisen. Nein, das war doch nicht ein Joke. Ja. Also ich hab's immer im ganz normalen Brief verschickt und das ging immer durch. Was? Ach nee. Och nee. Ich guck Finn's Stream zu nebenbei. Ja. Ich könnte auch bei Pio gucken, aber das wollte ich jetzt aus Prinzip nicht. Naja, der ist jetzt, seitdem er die One-Man-Show da abgezogen hat bei der Co-Petition, ist er hier nicht mehr so hoch im Kurs. Welche One-Man-Show? Finn war dabei, ich glaube, er kann es besser erzählen. Welche One-Man-Show? Hä? Welche One-Man-Show ist die Co-Petition? Ja, aber... Was ist passiert? Er war ja unser Zuschauer, ja. Und hatte dann quasi die gegnerische Einsatzleitung, ich glaube zweimal, einer getötet und ihn angeschossen, also den X-Bone und
joined your channel. Was? Wo? Klasse. Alarm. 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 Was, was hat er gerade gesagt? Schließlich feindlich zerstörte Panzer. Ach, zerstörte. Sprich, die haben jetzt alles kaputt gemacht und wir haben nichts mehr zu tun. Deswegen setze ich nie Helikopter ein bei sowas. Ich glaube, ich brauche meinen... Achso, Finn, willst du mal ein paar von deinen Streams in unseren FirstCRTD-Channel hochladen, wenn ich dir die Daten mal gebe? Ich habe die nicht auf meinem Rechner. Nee, nee, du hast die aber bei Twitch und von Twitch kannst du die dann direkt... Das sind so ungeil. Ja, meine sind auch nicht geil, aber wir müssen mal wieder was machen. Ich überlege momentan, ob ich mir die neue Titan kaufen soll und meine alte Titan verkaufen. Die neue hat wesentlich bessere Leistungswerte. Doch. Ja, okay, die langweilt sich. Also mein ganzer PC langweilt sich. Ich habe gerade aktuell... Guck mal, also meine CPU ist gerade bei schnuckeligen 34% und mein RAM ist zu 38% ausgelastet. Ja, siehst du, das geht ja auch noch. Meine Grafikkarte ist durchgehend bei. Meine Grafikkarte ist ungefähr bei 20%. Ich habe eine GTX 560 Ti. Ah, okay. Naja, ich hatte mit meinem alter Rechner, den ich hatte, der hatte eine 660 Ti. Also ich glaube, dass wir jetzt mit dem Apparel-Set schon bei C3 stehen. Jo. Ach, wir unterhalten uns doch ganz nett. Ja, du weißt, das ist ja eine. Oh, Hagen hat den CS verlassen. Ja, Hagen hat keinen Bock mehr bei ihm. Mag sein. Ach Leute, morgen ist eine Mission, ne? Meldet euch an. Okay. Das ist meine Mission! Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Kann man denn da machen? Oh, ich hab die Sauber. Nee, nur Infanterie. Okay, dann melde ich mich dazu. Also, ich kann morgen wahrscheinlich. Ja, ja. Du wieder. Ja, ich hatte eigentlich morgen vor zu grillen. Was? Bei dem Wetter? Das war absolut scheiße, aber. mit Alkohol geht das! Ich geh nochmal auf den Lader, ich muss mal eben ganz kurz an meinen Dienst-PC. Monty da? Monty da? Ach so, habe ich nicht gehört.
Nee, es ist Meter oder zwei Meter vor uns eingeschlagen. Also ich glaube, das war auch ein Mörserschuss. Finde ich, glaube, das war Mörser. Weil es war kein Schuss, der von vorne kam. Ich meine, es kam wirklich von oben. Ja, schon seit ein paar Wochen. Ja, ich hab hier, ich bin Windows Preview Insider. Das bin ich auch, aber ich mach das trotzdem. Actually, der Alpha, komm. Ah, ich bin begeistert davon, also es läuft echt gut. Ich hab noch mal, Actual, Alpha steht unter Börse beschlossen, komm. Ja, Alpha, soweit negativ. Wir haben keine Richtung, kommen. Ja, Alpha, solange das bei dem Mörserbeschluss bleibt, ist die Position sicher, kommen. Monty wieder vor. Hab ich jetzt irgendwas falsch verstanden oder macht mich einfach mal der Erwägung? Toll, super. Oh Mann. Ja. Das ist ja wieder ultra. Ja. So, solange der Mörser beschissen ist und der Form bleibt, sollte das eigentlich nicht großartig kratzen. Maximal erst die Kette ein bisschen haben. Wobei, wir haben es schon mal gehabt irgendwann, dass da irgendwie Mörser uns direkt von oben praktisch. Ja. Die Luke vom Chef war anscheinend offen und. War das bei dir? Ach ja, stimmt, genau! Das war aber kein Mörser. Ach so, ich dachte, das wäre ein Mörser gewesen. Ach so, ah, okay. Ja, gut, dann dürfen. Ja, dann dürfen wir geplatzt sein, dann ist das okay. Wow! Ach so, ich dachte, ich sollte proaktiv mal. Ich hatte jetzt ein bisschen Schiss gekriegt. Ja, Entschuldigung. Okay, steht. Hast du gerade Nebel geworfen? Was hat er gesagt? Im mexikanischen Funktionsverbot zerknallt die Funktion leer, damit der Gurt leer ist. Ah, nachladen. Okay. Das möchte ich auch. Ich möchte den Tank auch einmal leer knallen. Könntest ja mal fragen, ob wir mal tanken dürfen. Da haben wir wenigstens mal was zu tun. Da könnten wir Munition auch ein bisschen fassen und so. Ne, wir wollen ja eh gleich zum Nachschub kommen. Aber im Moment, ach komm, den Sprit will ich dann nochmal leer fahren. Ja, okay. Ich habe noch nie eine Mission.
Ich habe in meinen, ich habe in meinen Operation Provokation habe ich extra ein Skript eingebaut, das die dreifache Menge Sprit frisst. Und selbst das hat nicht gereicht. Ne? Hatten die drei Akkus oder was sind die auf dem Ziel? Ja, ich habe beim Hubschrauber laden und der Geisel gefahren. Okay. Wie gezielt wir hier beschossen werden. Die haben definitiv keine Sprenggranaten mehr. Dann müsste das nächste ja auch gleich ein Leuchtgeschoss sein. Irgendwas scheint uns direkt zu sehen. Das waren zwei Patronen jetzt. Ich hab das Gefühl, die schießen sich jetzt gerade irgendwie die ganze Mörderbatterie auf und bleiben. Solange es nur Rauch ist, soll mir das echt sein. Hinter uns explodiert's, ja. Drei Stück. Ah, ist gleich wieder weg. Wann lädst du mich denn mal zum Grillen ein, Finn? Bald. Sehr gut. Wow, 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 wow! Ich war mal proaktiv so frei, ja? Das ist eine gute Position, bitte, was? Ich sagte, ich war mal proaktiv so frei. Ja, diesmal war es aber okay. Aber das war das Maximalste, was ich eigentlich an Schaden habe erwartet. Und das war die Patrone direkt neben uns eingeschlagen, die Granate direkt neben uns eingeschlagen ist. Also, ja. Aber wir müssen eh gleich reparieren. Passt ja super. Kannst du schon mal melden, dass wir zurückfahren? Actually Alpha, ich habe mir von Gyros bestellt. Die Actual Alpha hatte Direkttreffer durch Mörserbeschuss. Wir haben die rechte Kette schwer beschädigt. Wie steht's auf Bravo? Können Sie jetzt zum Versorgungspunkt aufrücken kommen? So verstanden. Rücken auf. Ende. Sekunde, ich muss eben kurz was bei Instagram posten. So. Ich will keine Gruppe. Nee. Speichern. Sekunde, ich bin gleich soweit.
Ach, was weiß ich, wie das geht. So, soll ich zum Versorgungspunkt fahren? Ja, bitte. Eigenständig? Ja, bitte. Okay, der Turm ist noch nach hinten gedreht. Das ist okay. Ah! Alles gut, alles gut. So, stehen. Motor aus. Ich entlade mal die erste Ersatzkette. Sir, könnten Sie mal anfragen, wo... Achso, du bist da. Kannst du mal fragen, wo wir noch Ersatzketten herkriegen? Ja, wir haben eine Ersatzkette, mehr haben wir nicht. Ich könnte jetzt aus einem anderen Panzer was klauen, aber... Ja, ich guck mal. Leute, anscheinend müssen wir hinne machen. Wir haben Gradraketen, die sich unserer Position nähern. Wir haben jede Menge Ersatzreifen, aber keine Ketten. Schade eigentlich. Ich guck mal ins normale Inventar. Sir? Hä? Bitte um Erlaubnis, mir einen aus dem Sunny-Panzer zu klauen. Er sind aber ASAP. Stehen bleiben. Ja. Oh, Ketten wieder heile. Ich höre dich nicht, Hagen. Monty, wie sieht's bei euch? Achso. Wie sieht's aus mit Sprit bei euch?
Bräuchten wir. Da vorne ist Christoph Platte. Wo? Wo ist da vorne? Entschuldigung, ja, an unserer linken Seite. Ungefähr auf unserer 10 Uhr. Ja, positiv. Der Herr Zeus fährt das Ding hier hin. Auch das klar. Ah, bin ich mir nicht so sicher. Warte mal, wie sieht es eigentlich mit unseren Panzerplatten aus? Nichts verloren, alle Reaktivplatten sind noch da. Zapfahren kommt aus dem Arsch, ne? Nicht, dass er zu kurz ist. Ich glaube, sitzt, oder? Du bist drin. Okay. Dann hau mal durch hier. Zack, Betankung begonnen. Gutes Kapfen. Was? Warte mal, ich nehme gerade mal den Rüssel, ne? Hey, Smiler! Hängt da schon drin. Tankuhr. Was knacken wir gerade durch? Olli hat schon 136 Liter durchgejagt. Nee. Was hat er gerade? 110 Liter durch. Er wird zwei, gleichzeitig zu. 300 Liter fast. Mensch, was ist das für ein Tank? Ich glaube, wir sind voll. Stand der Betankung beendet? Ja. Normalerweise steht der Betankung beendet. Ach so. Warte. Ich steig mal kurz ein. Warte, ich steig mal kurz ein. Ach so. Nee, muss noch ein bisschen. Hier so ein kleines Kack. Betankung hier, abgeschlossen! Da 40 Liter. Ja, Betankung ist fertig. Super. Wo hake ich denn das Ding? Ach, da. Rückstecken. Werden Tankstellen mit aufgenommen? Wusstest du eigentlich, dass wenn man an eine Tankstelle ranfährt, das genauso machen kann? Wenn man an eine Tankstelle fährt, wo eine Zapfsäule ist, an der Zapfsäule kann man genauso bedienen wie so ein LKW. Cool. Finde ich cool. Wir haben keine Munition mehr. Ich finde unseren Namen ja gut, ne? Wieso? Lademeiger. Kann sein, dass wir zu weit vom Munitionslaster wegstehen, damit das noch funktioniert. Ja, das kann sein, ja. Fahr mal ein Stück zurück. Jawohl. Ja, aber der Laster ist auch leer, da ist keine Munition mehr drin. Ja, die ist erst wieder dann drin, wenn wir nah genug dran sind. Das ist ja auch unrealistisch. Mein Gott, kurbel die Turbine nochmal schneller an. Geht nicht. Okay, bereit? Dann. Oh! Gott, ich geh mal zu den Medics. Ist da voll rein, könntest du mal einen Medic anfunken? Der Medic ist nämlich weg. Ach, du hast nur ein kleines ballistisches Trauma. Achso, ja dann.
Ja, ah, da ist der Medic. Ja, ich geh zum Medic. Ja gut, tschüss. User left your channel. Hallo? 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 Ich brauche einen Medic. User joined your channel. Brauch einen Medic. Das war Lutze im Panzer. Der kann mich nicht vermedigen. Ah! Die sind zu inkompetent zu tanken, glaube ich. Okay, ich bin ruhig. Wir haben 700 getankt und waren ungefähr auf Hälfte runter. Vor dem Bahn, glaube ich. Halb. Ja, man muss ja sagen, dass wir den ersten Panzer, der war ja auch schon zu einem Viertel leer. Quatsch, das war kein Viertel. Ja, doch, doch, knapp. Ach. Channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Eigentlich hast du den witzigsten Punkt noch vergessen. Hat er nicht noch gesagt, das interessiert mich nicht oder so? Oder täuscht mich das ein? Ja. Ja. Siege. 700. Ungefähr 750 müssen, glaube ich, dann durch. Oh. Ihr trägt aber heute viel. Habt ihr vielleicht schon noch eine Spitze unter eurem Panzer? Überfüllen geht nicht. Was war das denn? Was war das denn? Ja. Was war das denn? Der neue Apache ist angetroffen. Oh Gott. So verstanden. Danke. Entschuldigung, schön an alle, die können hier im Rad genügend die auch nicht ganz viel für die Durchdauer. Ja, verstanden. Frage, die Müllermilch, ist die noch da? Wie geht's? Sir? Sie dürfen hier nicht rauchen. Sir, Sie dürfen hier nicht rauchen. Steht da auf dem LKW. No smoking within 50 feet. Ja, kannst du nicht, weil ich mit dem Kopf draußen bin. Ah, okay. Falls du dich jetzt fragst, warum dein Turm sich nicht mehr dreht.
So, ich gehe wieder unter Luke. Nee, besser nicht. Guck mal, ich kann deine M-Pad nachladen. Warum auch immer ich das jetzt nachladen kann. Weil wir keinen Kommandanten haben. Oh, wir haben einen Kommandanten. Das stimmt ja wohl nicht. Ich bin dafür, wir werden unseren Kommandanten los. Oh, wir haben... Alpha, Alpha, wieder einsatzbereit. Ende. Wir haben M4s und... den Motor an. Ja, M136 haben wir hier im Panzer. Wir haben auch eine M19. Boah, wir sind voll Imber. Also ich lösche immer die Inventare von den Fahrzeugen. Ich auch. Gut, dann direkt gerade vor... Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen erstmal ein bisschen vorbilden. Anschlussbefehle geben. So, wo jetzt lang? Zum Ortsausgangsschild von Corazon. Ja, auf jeden Fall hier lang. Ach so, ich sollte direkt an. Ach so, ich dachte, ich sollte nur. Ah, okay. Welches in der Kühltruhe? Jetzt hier durch den Checkpoint durch oder anhalten? Bei den Panzersperren da vorne? Ich kann doch nichts dafür, dass die Karre so lange braucht zum Anhalten! Also man muss sagen, wir überleben jetzt schon länger als zum Beispiel mit Panzerfan. Das Beste ist aber, wenn Eckert und Monty ein Fahrzeug fahren. Nein. Dann ist tot. Das ist Kacker. Und dann noch das Führungsfahrzeug. Actual hier Alpha, kommen. Actual, ja. Actual Alpha bittet Erlaubnis, sich Ziel 1 annähern zu können. Kommen. Ja, Alpha, so verstanden. Ende. Und die Vorwärtsmarsch. Hier einfach,
Die Alpha verstanden, Ziel mit 1 befindet sich wahrscheinlich eine Flugabwehrstellung. Wir versuchen sie zu vernichten, falls möglich, oder? Lass am Vorwärtsmarsch. Links schwenk. Oh, das Ding fährt! Jo. Schütze vernichten Sie ganz. Ah, ich habe noch hier bekommen. Daneben! Exklusiv daneben. Langsam zurück. Halt! Richtung 320. Daneben! Mach den doch mit MG weg da! Das darfst du ja keinem zeigen hier!
Ach da. Ja, das war schon sehr peinlich. Ja, aber das Konzept muss doch einfach keinen Schaden machen. Du hast ja nicht getroffen! Das ist ungefähr 98 Kilometer dran vorbeigeflogen. Ich glaube, daran liegt's. Und solche Leute brauchen wir beim Militär. Finn ist ausgestiegen. Rechts dran vorbei oder? Rechts dran vorbei? Wir schwenken rechts. Wow! Zurück! Lad HE und mach das Ding weg. Ist die Besatzung schon ausgebootet? Such a disappointment. Wie ich treffe. Langsam weiter vor. Rechts schwenk. Ja, Karre brennt. Leuchtspur voraus. Die fragst du, ob wir wirklich fahren, aber ich möchte irgendwie über die Brücke, weil das geht. Ja, ich fahre hier erstmal rechts rum und dann gucke ich mal. Im Irak sah das auch nicht anders aus. Jedenfalls hat uns die Brücke gerettet. Ich glaube, das ist das Geschäft, das uns hier gerade weggefetzt hat. Guck nach vorne! Richtung 12 machen, damit wir nicht völlig zerbrechen.
Wo jetzt hin? Weiter vor. Von der Brücke mehr runter. Wir sind runter von der Brücke. Ja, noch ein Stück. Ja, gut. Bis ich wieder einigermaßen gerade stehe. Wir stehen gerade. Einmal Turm auf und so 6 Uhr bitte. 6 Uhr ist hinten. Ja, ich bin da. Den Helikopter hat es übrigens wieder erwischt. Das hat mir die Crew gerade in WhatsApp geschrieben. Beim Absturz noch? Nee, da lag sie schon tot am Boden. Entschuldige, Alpha, komm. Alpha hat Stand passiert. Wir stehen jetzt am Westende der Stadt. Wir haben bereits die Brücke überquert. Komm. Positionieren uns mal auf der Straße, sodass wir gerade wieder stehen. Gerade nach rechts oder links? Jetzt stehen wir mittig. Ja, dann bleiben wir stehen. Alles klar. Alter, der Sprit, der brennt hier durch wie nichts Gutes, ey. So, Schütze, 10 bis 2 Uhr. Ich hol noch eben schnell einen Kaffee, gleich wieder da. Ich bin auf dem Ladesitz. Vollautomaten, sei Dank, bin ich wieder da. Kein Kommentar. Was denn? Ich war halt noch nie Schütze. Wieso? Was hat er wieder gemacht? Was hat er gemacht? Er hat gerade gesagt, hallo, sein Helikopter ist abgeschmiert. Und die Bemerkung ist wahrscheinlich nicht möglich. Da sag ich, ja, wir werden wahrscheinlich das letzte Einsatz hier ohne Helikopter angehen. Da sagt er, ja, das ist ja gar kein Problem, so gut wie ich schieße. Kyle verstößt gerade gegen die Regeln, schickt über WhatsApp. Kyle verstößt gerade gegen die Regeln, verschickt über WhatsApp taktische Daten. Soll ich fahren? Irgendeine Richtgeschwindigkeit? 20, 30? Was ist denn das immer hier?
Rechts? Wir sind schon ziemlich geile Truppe. Ziemlich geile Truppe. Aha. 270, jawohl. Du meinst da, wo die vielen Palmen stehen? Turm nach vorne, Turm nach vorne. Ah, ich häng fest am Berg. Nein, wir können uns nicht mehr bewegen. Kette ist im Arsch. Solange es eine Kette ist, sind es nicht wir. Okay. Ich hab keine Ersatzketten mehr. Negativ, wir drehen uns im Kreis. Ich versuche die Wanne Richtung Beschuss auszurichten. Kommen wir nicht mehr tiefer mit dem Geschütz. Stimmt. Passt das so? Glücklicherweise ist unsere Wanne ziemlich fest. Nicht gleich weinen. Ach komm, du hast Spaß mit uns. Soll ich schon mal einen Reparaturtrupp anfordern? Okay. Ja, wir können eh nichts machen, also von daher.
Oh, jetzt ist, glaube ich, mein Spiel abgestürzt. Ach, ah, nee! Hast du auch dieses Feuer, ja? Ja, genau. Ja, schön. Jetzt ist es weg. Ich habe echt gedacht, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Ja, wir haben keinen Ersatz. Ah, die haben alle ihre Ketten gebraucht. Kann ich den Motor ausschalten? Ja, yeah, richtig, genau, die habe ich nämlich mitgenommen. In welche Richtung? Richtung Nord-Nord-Ost. Ja, ich steig aus. Bin raus. Schau denn gerade die Kette. Das waren übrigens 100 Meter Nordwest, Nord-Nordwest. Eigentlich sollte das bei Bravo liegen, aber okay. Der Panzer, der rechts neben uns ist, ist das eventuell Charlie? Das ist Charlie, ich bin auf Bord geworden. Ja, die haben eine Kette an Bord gehabt. Sag mir eben kurz, welche Kette war es, rechts oder links? Links.
Wird gewechselt. Hier Alpha, Alpha ist wieder einsatzbereit. An Bord. Ja, so viel zum Thema, die hatten keine Kette an Bord. Charlie, die Alpha, komm. Charlie hört, komm. Charlie, Alpha stößt jetzt weiter in Richtung Ziel 2 vor, komm. So, wir folgen im Abstand, angemessenen Abstand, komm. So verstanden, Ende. Und langsam vorwärts fahren. Ja, 255, jawohl. Ach, scheiße. Moment, ich bin ja ausgestiegen. Ich bin ja ausgestiegen! Ja, das heißt, ich muss mein Tempomat eben wieder einstellen. 255. Rechts oder links am Stein vorbei? Was für ein Plan? Ja. Ich bin nur Oberluke, deswegen ist das hier oben ziemlich laut. Also. Soll ich auf die Straße da rechts? Straße? Ja, rechts von uns ist eine Straße. Ja, okay. Ja, gut. Ja. Okay. Naja, wenigstens schießt er nicht mit Raketen um sich. Er kann uns noch gut schießen, er schießt nach vorne. Alles ist kaputt. Soll ich weiter schießen? Wir haben noch 5 Schuss. Ich
Hau weg! Ja, nee, ich will nicht schießen. Also, ach so, ah, okay. Brauchen wir Nachschub, meinst du? Oder hast du noch MZ geladen? Nee, nee. Also hast schon HE? Ja. Ja, okay. Die sind mit einer Versorgung später da eingetroffen, deswegen waren die vorhin noch nicht da. So, so. Finn? Okay, ich check mal. Oh ja, Tatsache. Ich verbinde ihn. Funk mal auf die 50, dass unser Kommando ausgefallen ist. Hier Alpha an alle, unser Kommando ist ausgefallen. Haben dann folgen noch ein weiterer Plan mit BTR. Ja, beobachte die Umgebung, ich kümmere mich um Finn. So, hat Schmerzen, steht er jetzt. Müsste eigentlich wieder wach werden. Meinst du, nach dem Schuss? Finn? Scheiße, muss ich jetzt Epinephrin spritzen? So, ich hab das bei Medic. Doch. Doch. Okay. Nee, er ist, achso, das kann ich natürlich nicht sehen. Okay, dann, funk mal mit dem Actual, oder warte, ich mach's eben selber. Actual hier, Alpha, kommen. Alpha, unser Kommandant ist, ausgefallen, wir brauchen einen Medic, kommen. Toll. Ich würde sagen, wir drehen um und fahren auf die unsere alte Position bei der Brücke zurück. Guck du nach hinten und ich sehe, dass ich uns dahin fahre. Nee, ist klar. Du sollst auch nur den Bereich sichern, also. Alpha verlässt Position und zieht zurück. Ja, Munition holen, klar. Ja, es war so gefährlich ruhig. Alpha hört, kommen. Alpha benötigt medizinische Unterstützung, befinden uns gerade in Fauna Verde, kommen. So verstanden, bleiben in Fauna Verde stehen und warten, erwarten ihre Ankunft. Alpha Ende. Alles klar, dann bleiben wir hier. Ich mach den Motor aus und geh pinkeln. Gleich wieder da. Ihn schon mal ausladen über Ace. Yo.
So, bin auch draußen. Oh, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Sir, wir haben ihn soweit verbunden. Er muss jetzt nur noch irgendwie wach gemacht werden. Nee, da musst du einmal Shift und Rück... Achso, okay. Frage ich schon. Shift und was auch für die Zukunft? Shift und rückwärts, dann funktioniert das. Das ist ein Bug. Ist ein Bug in Arma. Sir, Mr. Logistiker? Besteht die Möglichkeit, Munition für den Panzer zu kriegen? Ja. Wir sind leer geschossen. Wow. Haben wir nicht. Nein, komm. Du hast keine 5 Euro, was sieht denn los? Ja, ich hab nur 5 Dollar. Scheiße. Scheiße, was ist der P? Mensch, wie sitzt du denn da? Ach, Tatsache! Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Waffe nochmal abfeuer. Komm, wir gehen da mal hoch und gucken, ob der weg ist. Ich dachte, wir müssen Munition. Ja, machen wir auch. Oben direkt am Haus. Ja, wir können eher noch nicht ausrücken, solange Finn nicht wieder fertig ist. Ja, stimmt schon, aber es dauert ja ein bisschen Munition. Das stimmt. Ich gehe jetzt da oben hin. Hab ihn. Sehr gut. Feind ausgeschaltet. Okay, doch nicht. Ach, ein Besatzungsmitglied war das. Der Spacko. Okay, ich fange an zu munitionieren. Ach, Alter, was ist denn da alles leer? Ich fange mal mit der Rauchwand an. Dann kriegst du so ein Bling! Und dann drückst du die Leertaste. Und dann wirst du im Zeus da direkt hin gedingstet. Oh, ich hab dich kurz gehauen, glaube ich, Monty. Nee, ich hab nichts abgekriegt. Okay, gut. Unser Panzer ist auch beschädigt. Oh. Ich repariere den jetzt erst, ja? Jo, mach das, ich mach weiter damit so. Was hat denn... Was hat hier... Reparieren, Tatsache. Ah, die Panzerung ist beschädigt. Ja, wir haben auch einiges gebrannt. Ja, wir haben ganz gut reingekriegt. Ja, das stimmt. User in your channel timed out. Wenn ich im Weg stehe, musst du sagen. Nee, ich muss mich damit bewegen, ich muss mich nur hin und her drehen. Da bin ich wieder. Ah! Was ist in der Abwesenheit passiert? Was ist überhaupt passiert? Warst du Oberluke? Nee, ich war Unterluke. Ja. Auf einmal
Dann hat einer von den Schüssen, die wir gekriegt haben, von dem SBZ, die haben dich dann anscheinend ausgenockt. Also wir munitionieren jetzt auf, ich habe den Panzer repariert, die Panzerung war beschädigt und ja, jetzt wie gesagt ist gerade auf munitionieren. Panzerung war beschädigt? Ja, ja. Die Platten waren kaputt, ja. Ja gut, das war ja auch ordentlich beschossen. Ja, ja, eben, deswegen. Aber die werden halt nicht als Schadensdings da oben, das ist klar. Oben links angezeigt. Also der Panzer ist jetzt... Vorne Werde, ja, genau. Der Actual ist da vorne rechts von dir, wenn das du mit dem sprichst. Ah, okay. Nee, ich habe ja kein Tablet. Ich hüpfe mal kurz rein. Ja. Soll ich dir helfen oder machst du alleine? Kannst du mir gerne helfen, das ist mehr als genug. Ah, alles klar. Was machst du gerade? Ich mach gerade die oberste da, die HE. Okay, gut. Dann fange ich mit den 762er an. Scheiße, das Ding ist immer noch beschädigt. Okay, ich muss gleich nochmal ein bisschen reparieren. Ich habe jetzt schon 3 Reparaturvorgänge gemacht. Die Frage, die ich mich jetzt nur gerade stelle. Ja? Ist der Ersatzziel ist ja fast schon genommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt gleich voll geladen sind, dann kommen wir da gerade mit voller Muni an und haben da nichts mehr. So, dann hauen wir jetzt wieder ab. Ja, ein Hoch auf die Helikopterbesatzung, die dreimal abgeschossen wurde. Ich habe noch ein bisschen mit der Reaktivpanzerung zu kämpfen. Ready. Nein. Gut, dann mache ich auch noch Munition, solange haben wir genau. Ich weiß nicht, ob wir jeden Schuss einzeln hier laden. Ja, machen wir. Alter. Die HE lädt zu jedem Schuss einzeln. Ja, schön. Ja, das dauert ein bisschen. Alter, wie viel Reparatur... Habe ich überhaupt ein Repair-Kit dabei? Ja. Habe ich. Nee, habe ich. Ja, habe ich. User joined your channel. Sir? 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 Ah, ich habe jetzt 10 Reparaturvorgänge auf die Reaktivpanzerung gemacht und die ist immer noch... Ich habe 10 Reparaturvorgänge auf die Reaktivpanzerung gemacht und ich denke mal, wir müssen ein Reparaturfahrzeug da haben, damit das endgültig repariert werden kann. Ja, dann lassen wir jetzt nicht los. Ja, das geht doch schon. Na, passt schon, Chef. Ach nee, Sie sind ja gar nicht Chef. Sie sind Nachschubchef. Ich sitz auf. Ich sitz ebenfalls auf. Wir fahren los. Chef, Chef. Wir lassen uns nicht abknallen, Dankeschön, Captain. Zurückfahren oder? Ja, volle Wendung. Oder nee, erstmal rückwärts. Jetzt fährst du den Haken kaputt. Ja, ja, eben, deswegen, ja. Erstmal das Ding. Ja, ja, schon klar. Weißt du, was mir bei unserem Squad XML-Logo aufgefallen ist? Ja? Dass da ein zu weißer Rand drum ist, den wir eigentlich schwärzen müssten. Ach so, du kannst dich bei Lutz, ich habe uns bei Lutz abgemeldet, kannst dich wieder anmelden. Ist der schon wieder ausgestiegen oder Oberluke? So, jetzt. Ja, warte. Kannst dich bei Lutz zurückmelden, ich hatte uns abgemeldet. Ich müsste jetzt auch gleich mal eben kurz 10 Minuten, Viertelstunde weg wegen Arbeit.
Apache überfliegt uns. Panzer ist Motor hinten, ja. Achtung, nicht mehr schießen. Nicht mehr schießen. Ja, aber wir haben unsere eigene Panzer dazwischen jetzt. Okay, jetzt könntest du schießen. Ich glaube, wir gehen daneben. Das ist ein Witz. Kann ich denn so daneben schießen? Weil du scheiße bist. Panzer oder Rohr? Schützenrichtung 2-5-0. Rechts halten. Panzer auf dem Dach. Gib dir mal eine Ladung. So einen Gnadenstoß da. Direkt unter. Nee,
140. 140. Links halten. Schütze links halten, Richtung 140. 140. Einzelne Infanterie nahe des Gebäudekomplexes. Der Mauer. Beobachten. Jawohl. Der Feind hat neumodische, unverwundbare Supersoldaten. Wir haben keine Möglichkeit, der Bekämpfung zu kommen. Und wieder Zeus. Jetzt wird schon offiziell über den Funk gezeust. User left your channel. Geht ja auch nicht mehr. User joined your channel. Ich tippe drauf, dass es einfach nur ein Amphibie ist, kein Superpanzer. Ja. Ja, ich hab nichts gehört und jetzt wollen wir es wahrscheinlich auch nicht. Ja. Zeus, ey. Einfach mit Leben. Action in hier Alpha, kann man? Actual, wir hatten vorhin Sicht auf Amphibienfahrzeuge. Vielleicht ist das der Flugpanzer, kann man? Ich befürchte, wir haben das Ziel vorhin schon ausgeschaltet. Das könnte der jetzt auf dem Grund liegende Amphibienpanzer sein, Conn. So verstanden, danke für die Info. Warum kann der Abrams nicht springen? Bravo, komm. Ja, das ist immer das, was bei uns so schlimm ist. Ja, ja, ja. Ja, viel Erfolg. Wenn wir dann umstellen, kannst du dann zeitnah auch die Taskforce-Variablen umstellen, dass das mit dem richtigen Classnames nachher passt, damit wir das einfach hinter uns haben? Also ich wollte jetzt mich die Tage dran machen. Ah, okay, cool. Also ich habe jetzt Eckart und Slex geschrieben, dass sie das jetzt Sonntag reinnehmen sollen. Okay, nice. 10 Leute waren dafür, einer da... Ah, okay. 10 Leute waren dafür, einer war dagegen. Wer dagegen war, wissen wir ja. Wie gesagt, große Clans, also wie gesagt, der größte Clan, den ich kenne,
Genau, TTT, die nutzen das halt. Und die nutzen das mit... Ich stelle mir das Funkgerät ein bisschen leiser, da kommt eh nur noch nichts für uns gerade. Die spielen das mit 50 Mann, ne? Also... Das Einzige, was man jetzt natürlich sagen könnte, okay, Leute, die bei uns mitspielen, die müssen dieses Update in ihrem TeamSpeak fahren, also dass sie das neue neue Add-on haben praktisch. Ja, aber die Vorteile, die sich ja sicher geben, das einfach völlig... Ohne Ende. Weil damit gehen eigentlich die größten Sachen, die man einfach sagen müsste, ja, Akre macht's besser, die gehen damit ja so ein bisschen unter. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja sogar Objekt-Interaktion jetzt. Also, dass wenn ein Objekt zwischen dir und der Stimme ist, dass dann... Wie, genau, ja. Ob es genau wie bei Akre ist, weiß ich jetzt nicht, aber... Die Features, die bei Akre jetzt einfach vordergründig mittlerweile dazu bewegt haben, zu sagen, okay, das TV kannst du knicken, haben sie jetzt quasi reingetan. Ja, und die letzte Version von Akre, die war sehr bugbehaftet. Also die hat viele Clans dazu berufen. Die haben aber neu vieles geschrieben. Also ich glaub, die haben umgebaut. Aber viele Clans sind auf die alte Version jetzt wieder zurückgegangen. Igel von Bravo, komm. Jetzt W zum Beispiel. W zum Beispiel ist halt auch wieder auf die alte Akre-Version gegangen. Ja, die hatten, also es muss wohl ziemliche Probleme gegeben haben. Ich habe das jetzt auch nur so am Rande mitgekriegt. Also ich freue mich einfach nur endlich jetzt auf Intercom. Alleine dieses Intercom, ne? Das ist... Intercom, das mit der Sprache. Ich muss aber immer noch sagen, ich finde einfach dieses Overlay, was Funk angeht, finde ich, und an sich die Sprache klingt über Akre besser. Ja, ja, das ist wahr, ja, ja. Wie gesagt, Tefa ist so dieses Einsteiger-Ding, aber wobei, ich für uns reicht es halt. Ich meine, ich hätte auch gerne Akre, gebe ich zu, aber ich glaube, dass viele Leute, wenn wir jetzt so Leute nehmen wie Lutz oder so, ich glaube, die werden gnadenlos überfordert. Ich glaube es auch, also ich denke schon. Wobei man sagen muss, mit so einem 3-4-3er oder so, da kann man gar nichts mehr groß falsch machen. Ne? Das sind ja voreingestellte Frequenzen, da ist ja gar nichts mehr zu machen. Ja, ich meine, das wollen wir ja bei uns ja demnächst auch machen, dass wir, dass die Riflemans Rifleman-Radios kriegen und dann... Ja, ich habe ja überlegt, wie ich das mache. Ich brauche nur halt, wenn du da irgendwie eine Info hast oder da rankommst, ich möchte das gerne